Ja, Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zurück hier auf meinem Kanal und zum nächsten Tutorial-Video über Curseplay. Wir haben uns ja das letzte Mal schon die Feldarbeit etwas genauer angesehen und einige Videos davor eben die Grundlagen, das erwähne ich immer wieder sehr, sehr gerne, dass man zuerst dieses Video mal anschaut mit den Grundlagen. Wenn man von Curseplay wirklich noch keine Ahnung hat, dann ist das Grundlagenvideo wirklich einmal eines der wichtigsten Videos, da man dann einmal die Benutzeroberfläche versteht und dann auch besser versteht, von welchen Handgriffen wir jetzt hier natürlich bei den anderen Tutorials reden. Nichtsdestotrotz schauen wir uns heute einmal den Abfahrer etwas genauer an, also das Arbeitsmodul besser gesagt oder die Arbeitsmöglichkeit Abfahrer eben, das auch Curseplay natürlich benutzt oder besser gesagt bietet für uns als LS19 Spieler. Ich habe da ein bisschen was aufgebaut hier heroben, also einmal eine Siloanlage. Wir werden hier von unserer Siloanlage, so wird der Abfahrer eigentlich am meisten genutzt, von einer Siloanlage, die uns gehört, natürlich zu einer Verkaufsstelle das Getreide dann bringen und verkaufen. Den Kurs fahren wir dann einmal ein, speichern ihn vielleicht hoch zu einer beliebigen Verkaufsstelle. Dann können wir immer wieder sagen, du fährst jetzt Weizen ab, du fährst jetzt Sojabohnen ab, also da muss man dann eigentlich selbst nichts mehr machen, nur einen Traktor natürlich mit Anhänger zur Verfügung stellen und dann fährt er schon selbst das Ganze ab. Wir steigen einmal in den Traktor ein, mit einem Anhänger natürlich, das benötigen wir auf jeden Fall, und fahren einmal ein Stück vor unserem Beladetrigger. Wir haben dann die Möglichkeit natürlich hier Curseplay mit der rechten Maustaste zu öffnen und dann ganz vorne den Typ Abfahrer eben Beladung am Startpunkt. Das heißt immer, er beladet oder belädt am Startpunkt, bringt das zu einem Verkaufstrigger, fährt dann wieder zurück und das natürlich so beliebig oft, wie wir das eben dann einstellen. Wir wählen jetzt einmal Abfahrer und zwar eben dann, dass wir Beladung am Startpunkt haben. Das ist eh das erste Symbol in der untersten Reihe. Dann können wir eigentlich ein Stück nach vorne fahren, also wir können hier oben das HUD einblenden, dann tut man sich hier ein bisschen leichter. Und zwar fahren wir so weit nach vorne unter den Befülltrigger oder besser gesagt, ja, Befülltrigger, bis oben eben mit der Taste R das ganze Befüllung starten möglich wäre. Das ist eben das Wichtigste, dass der erste Punkt unter diesem Beladetrigger liegt, ansonsten funktioniert das nicht. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Dann können wir eigentlich ganz normal die Kursaufzeichnung beginnen, also unten eben den Abfahrer auswählen, unter dem Beladetrigger mit dem Hänger fahren und dann die Kursaufzeichnung beginnen. Es erscheint das erste Symbol hier und wir können ganz normal den Kurs hier jetzt einfahren. Also ich habe natürlich die Strecke jetzt nicht so weit gewählt, da es eben nur ein kleines Tutorial ist, wie man das Ganze einfährt, auch beim Abladetrigger wieder etwas langsamer fahren, dann erkennt er den einfach etwas leichter. Ich fahre da immer so mit 10-15 km/h drüber. Dann können wir natürlich wieder ganz normal beschleunigen und wir fahren dann hier um die Kurve rum und dann hier wieder zurück natürlich zu unserem Ausgangspunkt, besser gesagt, dass der natürlich wieder von vorne dann auch beginnen könnte, wenn wir sagen, er muss einfach öfter fahren, also das mit einer Fahrt reicht das nicht. Auch bei solchen Kurven würde ich euch immer raten, dass man etwas großzügiger die Kurven wählt, also nicht zu enge Kurven bei Curseplay fahren, das ist immer etwas schwierig. So, wenn wir dann wieder ein Stück hinter dem Beladetrigger sind, also da lasse ich immer ein bisschen Abstand, eine oder zwei Fahrzeuglängen ungefähr, das ist nicht so genau, können wir eben die Aufnahme beenden. So. Jetzt sehen wir wieder nicht den ganzen Kurs, das habe ich auch schon öfters erwähnt, das kann man unter den Einstellungen hier dann hier natürlich wählen, die Wegpunkte anzeigen, dann sieht man schon unseren eingefahrenen Kurs, das passt alles, das sieht recht gut aus, oder wir können das Ganze natürlich auch hier wieder über dieses Auge uns anzeigen lassen. Also das passt alles, wir haben hier einen Startpunkt, fahren dann die Strecke hier ab und sind dann hier wieder bei unserem Zielpunkt. So. Wir müssen jetzt eigentlich nichts mehr weiter tun, als ein Stück nach vorne fahren und auch hier jetzt, das ist ganz, ganz wichtig, das erkennt er dann immer von selbst natürlich, wenn wir unter einem Beladetrigger gestanden sind. Die Anzahl der Durchläufe, die ist, glaube ich, das erste Mal auf unbegrenzt, glaube ich. Jawohl, das ist normalerweise eingestellt, wenn man
das erste Mal den Abfahrer, glaube ich, einfährt. Das habe ich jetzt vorher schon ein bisschen probiert. Darum ist das hier noch Anzahl der Durchläufe ist eben auf unbegrenzt normalerweise. Ist natürlich Blödsinn, der fährt dann seine Runden so lange, ja, bis eigentlich nichts mehr drinnen ist im Trigger hier oder besser gesagt in unserem Silo. Wir begrenzen das Ganze einmal auf ein oder auf zwei Fahrten, das ist ja jetzt egal. Wir wählen im Farmsilo die Befüllung Weizen aus. Ich habe jetzt nur Weizen drinnen, aber wir könnten auch natürlich jede andere beliebige Fruchtart hier auswählen. Zuckerrüben beispielsweise, sogar auch Zuckerrohr. Also hier kann man wirklich dann alles, hier werden einfach alle Sachen angezeigt, die im LS19 verfügbar sind. Auch wenn sie nicht in diesem Silo jetzt drinnen sind, das erkennt Curseplay nicht. Der zeigt hier einfach alles an, was im LS19 verfügbar ist. So, im Großen und Ganzen war es das eigentlich mit der Einstellung. Also so könnten wir jetzt das Ganze dann starten. Wir beginnen den Kurs am ersten Wegpunkt und dann sagen wir mal Abfahrer einstellen. So, er fährt jetzt nach vorne, bleibt hier eigentlich stehen und belädt das Ganze hier auf. Er belädt eigentlich immer auf 100% oder so viel wie im Silo halt drinnen ist. Es ist jetzt nicht mehr drinnen, er wartet jetzt ein bisschen, also das dauert immer ein bisschen. Da darf man eigentlich nicht nervös werden und dann fährt er eigentlich gleich einmal los. Er fährt jetzt den Kurs natürlich so ab, wie wir den eingefahren haben. Das passt alles, also das funktioniert alles auch von den Geschwindigkeiten her. Wählt er das eigentlich immer so, wie wir das eingefahren haben. So, jetzt wird es interessant. Er kommt zum Abladetrigger, den erkennt er jetzt natürlich auch, dass hier ein Abladetrigger ist. Und dann fährt er hier nach vorne und dann wird er eigentlich, jawohl, wird gleich abladen anfangen. Er verkauft jetzt für uns eben die Ware, wir können dazwischen natürlich etwas anderes dabei machen, sonst hätte das ja keinen Sinn. Aber das passt jetzt alles und er fährt dann wieder zurück. Also das funktioniert, wie man sieht, einwandfrei. Es ist eigentlich sehr, sehr einfach, einen Abfahrer einzustellen. Das einzige Wichtige ist eben, dass man den Startpunkt unter den Beladetrigger setzt, da man ansonsten, wenn man jetzt sagt, ja, ich setze den ein bisschen weiter hinten und er soll erst dann beim Durchfahren beladen anfangen, das funktioniert nicht so gut oder meistens eben gar nicht. Also ich habe eigentlich immer von den Erfahrungen her das Beste gemacht oder die besten Erfahrungen gemacht, dass man eben dann unter dem Beladetrigger das Ganze beginnt, dann funktioniert das ganz, ganz sicher. Jetzt haben wir eben eine Durchfahrt oder eine Durchläufe hinter uns. Jetzt würde er wieder beladen, wenn noch etwas drinnen wäre, aber es ist jetzt nichts mehr drinnen, also kann er auch leider nichts beladen noch, aber der würde eben so lange das Ganze jetzt machen, bis die Durchläufe dann fertig sind praktisch und bis unser Silo oder wenn unser Silo eben dann leer ist, dann hört er glaube ich auch auf. Also er wird jetzt nicht mit dem leeren Anhänger hier diese Runden drehen. Das macht er, soweit ich das weiß, eben nicht. So, wir entlassen einmal den Abfahrer jetzt und dann können wir theoretisch eben das Ganze speichern hier vom Hof zur Verkaufsstelle, zur Mühle, glaube ich, oder was ist das für eine Verkaufsstelle? Schauen wir ganz kurz nach. Zur Getreidemühle, jawohl, könnten wir eben dann speichern. Und dann könnten wir das Ganze immer wieder hier unter Kurse verwalten. Da haben wir Händlerhof schon drinnen, den wir schon einmal eingefahren haben. Also da könnten wir das Ganze dann wieder verwalten. Im Großen und Ganzen war das eigentlich die ganze Hexerei mit dem Abfahrer. Also man sieht, wenn man das ein bisschen drauf hat oder öfter schon gemacht hat, besser gesagt, das erste Mal ist das Ganze ein bisschen schwierig natürlich, wenn man den ersten Kurs hier einfährt, aber er erklärt sich eigentlich von selbst. Das Wichtige ist eben nur, dass man beim Beladen unter dem Belade- oder beim ersten Wegpunkt unter dem Beladetrigger steht. Das ist eben ganz, ganz wichtig, ist eigentlich das Einzige. Der Abladetrigger wird eigentlich automatisch erkannt, sobald er drüber fährt, erkennt er, jawohl, hier ist ein Abladetrigger und hier muss ich jetzt abladen. Ja, im Großen und Ganzen war das kleine Tutorial-Video über den Abfahrer, wie ihr seht. Also das funktioniert eigentlich einwandfrei und kann natürlich sehr, sehr nützlich sein, da man dann wirklich andere Arbeiten dabei machen kann und unsere Ware oder unser Getreide, besser gesagt, dann automatisch verkauft wird. Ich hoffe natürlich, dir hat mein kleines Tutorial-Video über Curseplay hier wieder gefallen. Das nächste Mal werden wir uns dann, was haben wir denn noch zum Anschauen? Wir werden dann natürlich einmal den Kombinierten, den Drescher abtanken und abfahren. Das werden wir uns das nächste Mal anschauen und düngen und sehen. Das werden wir uns vielleicht dann auch natürlich noch anschauen. Ich hoffe natürlich, du schaltest auch das nächste Mal wieder ein und bis demnächst. Ciao.